So. So, jetzt hier nochmal eine schöne Schleichaufzehrung machen. Das ist unsere Chance. Ledermaus habe ich hier drin jetzt gerade nicht, ne? Nee. Das ist ein Fakt. Drittes verschlüsseltes Tagebucheintrag. Dieses Pergament enthält eine Nachricht, aber ihre Verfasser und die Empfänger werden wohl auf immer unbekannt bleiben. Es ist eine wichtige Botschaft, eine Erzählung großer Taten, Poesie. Die Nachricht ist verschlüsselt und ihr Inhalt bleibt unlesbar. Die verfluchten Fliegen verfolgen mich. Ich kann kaum einen Schritt ohne ihr ständiges Summen tun. Ich wollte Towerbrand sehen, die Sklavenstadt. Die Orks besitzen ein Gefängnis dort und haben genug Menschen in ihrer Gewalt, um die Minen und Mühlen der ganzen Stadt zu betreiben. Doch da war sie, eine einzige stinkende Fliege. Ich konnte ihr Summen hören, bloß sehen konnte ich sie nicht. Das Biest ist mir gefolgt, ich schwöre es. Da saß ich, auf einem Schiff mitten im Nurnenmeer, mit nur dieser Fliege als Gesellschaft. Als wüsste sie etwas. Als beobachtete sie mich die ganze Zeit über. Dieses Summen und Brummen findet kein Ende mehr. Ganz gleich, ob ich schlafe, esse oder ob ich mein Geschäft verrichte, ich höre sie. Sie sind in meinem Kopf. Sie sollen aufhören. Ah! Okay. Ich würde sagen, dass sie leicht aggressiv sind, aber ich glaube, das wäre untertrieben. Der ist ja richtig durchgedreht. Der heraufziehende Krieg wird Mittelerde verschlingen. Viele Mächte setzen ihre Steine auf das Feld. So, jetzt sehe ich natürlich keine Fledermäuse mehr. So steckst du bloß Prügel ein. Weil ich ein freier Mensch bin. Das können sie nicht nehmen. Mach die Augen auf. Nein. Nein. Ich will doch nur, dass du hier runtergehst. Nanichir, Gelaia Mordor. Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Vielleicht sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich laufe gerade schon wieder blind links irgendwo hin. So, irgendwo hier waren noch Fledermäuse in der Luft, aber ich glaube, die sind jetzt schon wieder alle weg. Mann, oh. Na, hier sind gerade gar keine. Natürlich ein bisschen unglücklich.
So. Tyrit Messers. Da habe ich noch was. Da oben sind noch ganz viele Artefakte und Co. Seuchaufträge. Dunkle Reiter. Dann machen wir. Jetzt sind hier wieder Fledermäuse. So, neue Herausforderung. Einen Grauk. Na geil. Hier stinkt es vor lauter Menschen. Wer bist du? Ach, du bist es wieder. Meinen Klauen entkommst du nicht. Ich räume sie in dich und töte dich. Lasst nicht locker. Niemals. Was ist das denn? Du bist mir die Kerben in meiner Klinge nicht wert. Okay, der hat mich einfach. Der hat mich einfach zurückgelassen. Der hat mich einfach ignoriert. Die Diener und den Herrscher machen sich bereit, ihren Gefangenen hinzurichten, doch der dunkle Reiter stürzte auf sie herab und ließ keine Gnade walten. Das finde ich gut. Reite den Karagor. Noch weiter ging nicht, oder? Tötet Urux, um die Hinrichtung Gen zu verhindern. So, jetzt habe ich's. Meter in diese. So, 500 Meter in diese Richtung. Da wollte ich gar nicht hoch, aber das ist trotzdem gut gegangen, also alles entspannt. Jetzt muss ich noch 500 Meter in diese Richtung laufen, ohne Karagor. Kann interessant werden. Und das in einer Minute. Plus alle töten. Es wird knapp. Das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. Aber ich krieg das dann alles gut. Ich schaff das. Der Karagor war, glaube ich, so oder so eigentlich. Also für mich mehr eine Behinderung. Ah!
das geht gut. Ist glaube ich, gut gegangen. Ja, ist noch gut gegangen. So, Leute, ihr seid alle wieder frei. Und auf zum nächsten kleinen Auftrag. Ob ich irgendwie ein blaues Kraut finde, aber nein, hier ist soweit auch gar nichts mehr. Hallo, du? Es war dem Boten bis zu seinem Netzwerk aus Spionen gefolgt, so macht er Jagd auf jeden einzelnen von ihnen, auf das sie Wissen mit niemandem teilen konnten. Verfolge den Boten und in mir die Würmer, ohne entdeckt zu werden. Nein. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Habt ihr das gehört? Egal, was es war, es ist weg. Zurück an die Arbeit. So, erster Wurm. Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Gräulich? Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchtes Gejammer! Wir müssen mehr Vorräte an die Schmiede liefern. Ihr wisst ja, was passiert, wenn der Rüstmeister nicht mehr arbeiten kann. Der Kampf liegt. Ja, da kommt es über. Nein, lass mich dich doch eliminieren, Mann. Oh. Was wir brauchen, ist ein schöner, dichter Nebel. Wozu nützt dir der Nebel? Mit einem Nebel so dicht wie Spinnensuppe werden uns unsere Feinde niemals kommen sehen. Guter Gedanke. Einen Moment wählen sie sich nur die Sicherheit, im nächsten sind sie nichts als Futter für die Krähbein. So, jetzt noch mal eben kurz einmal nähern. Auf wie viel Meter muss ich denn ran? Und wurde immer noch nicht befördert. Die Häuptlinge sind viel zu beschäftigt mit diesem Tag, als jemanden wie dich zu bemerken. Wenn sie euch so reden, ich werde ihnen sagen, sie sollen beiseite treten und mich diesen Schlag lassen. Sichert ihr ruhig vor ihnen. Ich habe keine Angst. Eliminiere den Boden. Du vorhin auf der Jagd? Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewohnt.
Und Last but not least. Zack. Na? Aua. Ich und meine große Fresse. Erstmal ein bisschen raus. Und dann merken, dass ich wieder umdrehen muss, um da hinten hinzukommen. Ich muss dich sowieso töten. Bin ich tot? Ich bin tot. Naja, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Du hast mit Sau und zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Okay, auf jeden Fall weiß jetzt, wo der Grauch ist. Das ist schon mal sehr gut. Noch Müll mitnehmen? Verziertes Kami. Dieses Stück wurde vielleicht von Menschen im Auftrag gegeben und von den Zwergen gefertigt. Es ist bekannt, dass freier Handel zwischen den Völkern stattfand und wiederum auch mit den Elben. Viele schöne Waren gelangten dank des Handels, der durch das nunmehr ermöglicht wurde, nach Mordor. Diese Handelsrouten sind nun durch die Rückkehr der Uruks womöglich für immer geschlossen. Ist das nicht hübsch, Liebling? Die Zwerge haben das gemacht. Du bist betrunken! Du stinkst wie ein Esel, der sich am Schnaps vergangen hat! Es ist ein schönes Geschenk zum Jahrestag. Sieh dir nur diese Handwerkskunst an. Unser Jahrestag war letzte Woche. Ich hab's aus dem Meer gerettet. Du meinst, du hast es in der Taverne gewonnen, mein lieber Gatte. Jetzt komm schon rein! Okay. Ich kann jetzt gerade echt nicht einschätzen, ob sie nur sehr hysterisch ist oder. Die Flüsse dieses Meeres reichen weit bis zum Äffel Duat. Wenn den Stammesbrüdern die Flucht gelingt, könnten sie in den Norden nach Minas Ithil wandern. Der Turm des Mondes. Er ist jetzt gerade weg, wahrscheinlich gerade auf Freigang, nachdem ich ihn geweckt habe. Erste Millionenhälfte: die zwei Bäume von Valinor. In Mordor sind die zwei Bäume von Valinor ein anerkanntes Symbol des Lichts, der Schöpfung und des alten Bandes zwischen Elben und Menschen. Diese Medaillonhälften, gefertigt von den Elben, erinnerten an die ursprünglichen beiden Bäume der Legende, deren einziger überlebender Sprössling der weiße Baum von Gondor ist. Also gut, halt still. Ich muss leider sagen, dass es... Es wird wehtun. Ich habe getan, was ich konnte. Wir haben nach einem eurer Leute geschickt, aber ich weiß nicht, warum erzählt ihr mir in der Zwischenzeit nichts über das da? Das Medaillon, das ihr in den Händen haltet. Ihr wollt mich doch nur ablenken. Aber gut. Das sind die zwei Bäume von Valinor. Ein Symbol für den endlosen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Kommt etwas näher. Und ich erzähle euch ihre Geschichte. Wir müssen... Ich fürchte, wir müssen uns alle von den schrecklichen Ereignissen des Tages ablenken.
Es wird keine Auszeichnung für uns geben, Celebrimbor. Keine Ehre, keinen Ruhm. Sollen die, die nach uns kommen, Ruhm erlangen. Wir müssen die Hoffnung so lange am Leben erhalten, dass sie die Gelegenheit dazu haben.